Ja, also mein Name ist Philipp Acianda. Ich bin Gemeinderat für die Piraten in Graz. Letzte Gemeinderatssitzung haben wir einen dringlichen Antrag gestellt zum Thema Mobilitätskarte. Was soll das sein, eine Mobilitätskarte? Gedacht ist, dass man halt die Jahreskarte erweitern kann und sozusagen sich auch Fahrräder ausleihen kann damit, Elektroautos, dass man einfach wirklich alle Wege, die man mobilitätstechnisch in Graz zurücklegen muss, eben mit einer Karte machen kann. Weil zurzeit ist es sehr kompliziert, sich zum Beispiel ein Fahrrad auszuleihen. Das geht nicht so, dass man einfach hingeht und zack, das Fahrrad mitnehmen kann. Man muss das vorreservieren. Das heißt, man kann nicht spontan verschiedenste Verkehrsmittel in Graz nutzen. Also beispielsweise ein Fahrrad oder Elektroauto, Carsharing. Und wir haben dann gesagt, es wäre doch eine Idee, das ähnlich wie in Wien zu machen. Wien bereitet gerade eine Mobilitätskarte vor. Und wäre natürlich eine tolle Möglichkeit für Graz, das sich teilweise ja Smart City nennt, also gerade als smarte Stadt wäre das toll, eine Mobilitätskarte zu haben. Und der Antrag ist dann einstimmig angenommen worden gestern. Theoretisch würde das jetzt so weitergehen, dass die dementsprechenden Abteilungen mit den Unternehmen der Stadt das jetzt vorbereiten. Und im Idealfall könnte es sein, dass man 2016 nebst der Jahreskarte vielleicht auch diese Mobilitätskarte in Graz schon haben könnte. Ja, es war recht lustig. Es hat sich schon vorher abgezeichnet, dass sozusagen die ÖVP uns unterstützen wird. Das habe ich schon im Vorhinein gewusst, weil ich mit dem Bürgermeister kurz gesprochen habe. Das heißt, es war mal sehr positiv. Und die KPÖ uns auch unterstützt hat, das habe ich auch im Vorhinein gewusst. Somit habe ich eigentlich bereits, bevor wir den Antrag vorgestellt haben, die Vermutung gehabt, dass wir eine Mehrheit haben. Es hat sich dann herausgestellt während der Sitzung, dass die Grünen wollten uns die Dringlichkeit nicht zugestehen, weil sie gemeint haben, man sollte zuerst einmal Fahrzeuge zur Verfügung stellen, bevor man so eine Karte zur Verfügung stellt, so Huhn-Henne-Ei-Thematik. Ich sehe das, wie gesagt, anders, aber dann inhaltlich haben uns auch die Grünen zugestimmt und in Summe war das dann ein einstimmiger Antrag im Gemeinderat gestern. Boah, dringliche Anträge. Ja, ist eine gute Frage. Also es waren zu verschiedensten Themen, Asylthematik, dann war Praktikumsthematik auch drinnen im Gemeinderat. Also sehr, sage ich mal, landtagspolitische Themen zurzeit, weil natürlich die Landtagswahl in der Steiermark ansteht. Somit versuchen die Parteien natürlich, sage ich einmal, gezielt Landesthemen natürlich auch im Gemeinderat zu spielen, zu thematisieren. Ich glaube, unser Vorschlag mit der Mobilitätskarte war einfach, glaube ich, auch wirklich einmal eine neue Idee und hat ein bisschen einen frischen Winter hineingebracht gestern auch. Und ja, ich hoffe, dass er dann auch bald umgesetzt wird. Ja, zurzeit ist es vor allem, dass natürlich die Parteien, also zum Beispiel die Grünen, versuchen natürlich Themen, die jetzt da vielleicht eher SPÖ beheimatet sind, anzugehen, weil man halt gezielt versucht, sozusagen die andere Partei in Endeffekt so hinzustellen, als ob sie nichts getan hätte. Das heißt, man versucht halt wirklich gezielt Themen anderer Parteien anzusprechen, in deren Ressorts sozusagen Anträge zu machen und kommt mir halt zurzeit vor. Die FPÖ leider mit ihrem leidigen Thema immer wieder, auch im Gemeinderat. Und die anderen Parteien wirklich, wie gesagt, mit Themen von anderen Parteien eigentlich. Aber so gezielt hat man jetzt nicht irgendwie ein spezifisches Thema herausgehört. Die Neos haben gestern während der Gemeinderatssitzung sozusagen mich gebeten, dass ich sie anrufe. Und ich habe mich zuerst gewundert, warum was los ist, weil es recht dazu geklungen ist, ob es wichtig ist und dringend ist. Und ich habe dann während der Sitzung schon gemerkt, ich habe den kleinen Zeitungartikel gelesen, wo drinnen gestanden ist, ja, Neos auf Listenplatz 8 in Graz, aber sonst überall auf Platz 7, weil wir eben vorhin dann eingereicht haben. Und sie haben halt gefragt, ob wir möglicherweise mit ihnen den Listenplatz tauschen, das heißt zurückziehen und nach ihnen dann wieder neu einreichen. Und ja, wir haben das im Liquid Feedback in unserem Online-System diskutiert. Es ist negativ ausgegangen, das heißt, wir sind jetzt in Graz auf Listenplatz 7, Neos auf Listenplatz 8, aber ich glaube, das wird
dem keinen Abbruch tun, dass auch die Wähler außerhalb von Graz, wenn sie die Neos wählen wollen, die Neos finden werden, sofern sie weiter als bis 9 zählen können sozusagen. Also wenn sie lesen können, dann ist es voll von Vorteil und das wird dann funktionieren. Also was da vielleicht interessant zu wissen ist, wenn man die Tagesordnung durchgeht, dann sagt der Bürgermeister im Vorfeld immer, dass diverseste Anträge sozusagen en bloc abgestimmt worden ist, so heißt es. Und das muss man sich jetzt so vorstellen, dass in Summe in den Ausschüssen natürlich viel diskutiert wird über die Anträge und eigentlich, ganz ehrlich, vor der Gemeinderatssitzung schon bekannt wäre, wie was ausgeht, weil man es in den Ausschüssen halt schon diskutiert hat. Und spezifisch wird dann einfach vor der Sitzung oder teilweise während der Sitzung die Tagesordnung gemeinsam mit allen Parteien durchgegangen und es wird halt durchgefragt, welche Dinge man en bloc abstimmen kann. Also wo man einfach von Haus aus sagt, das ist okay oder das ist nicht okay und die dann im Endeffekt nicht berichtet werden müssen. Wichtig ist, es gibt Themen, die überhaupt immer berichtet werden müssen, wie zum Beispiel, was eben auch Thema war, der neue Flächenwidmungsplan, das muss berichtet werden und es sind dann auch die interessanteren Themen, die nachher dann berichtet werden, diskutiert werden. Und ich sage jetzt einmal Sachen wie ein Flächentausch oder neue Kanaldeckel oder ähnliches, die werden dann halt teilweise en bloc abgestimmt. Und ja, es kann dann passieren, so wie bei der Gemeinderatssitzung jetzt waren, glaube ich, von 21 oder 22 Anträgen 17 Stück, die eigentlich en bloc abgestimmt worden sind. Aber trotzdem hat die Gemeinderatssitzung von 12 bis halb 7 gedauert. Also macht schon Sinn, dass man das macht. Ja, warum haben wir keinen Livestream? Es ist eigentlich ganz einfach und auch voll kompliziert gleichzeitig. Und zwar ist es so, dass das Bundeskanzleramt, also wir haben einen dringlichen Antrag gestellt zu dem Thema, dass wir Livestreaming haben wollen. Der ist auch einstimmig durchgegangen. Und jetzt ist dann ein Gutachten ans Bundeskanzleramt gestellt worden. Die Frage halt, wie man sowas umsetzen könnte. Das Bundeskanzleramt hat darauf hingewiesen, dass es rechtlich unsicher ist mit dem Datenschutzgesetz dementsprechend, dass man dort aufpassen muss. Und dann hat es noch ein Städtebundgutachten gegeben. Wir reden jetzt von einem Prozess von fast 2 Jahren. Und jetzt wissen wir eben sozusagen, dass es rechtlich so ist, es muss gesetzlich verankert werden. Im Statut der Stadt Graz zum Beispiel. Das kann nur das Land Steiermark machen. Und der Stand der Dinge ist sozusagen jetzt, es wird diskutiert, im Club oder in den Clubausschüssen wird diskutiert, dass man eben eine Änderung herbeiführen will, dass man es theoretisch machen könnte. Also dass man die gesetzliche Grundlage schafft, um ein Livestreaming ab und an mal umzusetzen und das einmal auszuprobieren. Ich schätze aber, das wird jetzt auch noch einmal ein halbes Jahr bis Jahr dauern. Ja, was machen wir? Wie geht es jetzt weiter? Wie läuft das überhaupt? Im Endeffekt setzen wir uns in einer sogenannten Arbeitsgruppe, die anderen sagen Club dazu, setzen wir uns halt gemeinsam zusammen und versuchen Ideen zu schmieden oder fragen uns halt selber, was wir als nächstes machen könnten. Was können wir überhaupt machen? Wir können eine Frage stellen, also es gibt die Fragestunde, da können wir einen Stadtrat unserer Wahl eine Frage stellen, die er sofort beantworten muss. Eine Möglichkeit, dass man schnell eine Antwort kriegt. Wir können eben einen dringlichen Antrag stellen zu einem Thema, das einfach wirklich wichtig ist. Neue Ideen oder ähnliches, das können wir machen. Und selbstständige Anträge ist auch ein Mittel, das es gibt und schriftliche Anfragen an den Bürgermeister. Zurzeit weiß ich noch nicht, was wir bei der nächsten Gemeinderatssitzung machen. Das kommt dann auch teilweise recht spontan und die Vorschläge kommen halt entweder direkt von irgendjemandem von uns oder auch von extern, wo einfach Bürgerinnen und Bürger sagen, da könnt ihr mal bitte schauen, wie das oder das ausschaut. Ja, also wenn auch wer Vorschläge hat, einfach her damit. Wir freuen uns über neue Vorschläge für Fragen oder auch für dringliche Anträge. Wenn ihr Ideen habt, sagt es uns einfach.